eine Umfrage mit der Frage: Lebst du in Frieden mit dir selbst? Halt dich fest. Das Ergebnis. Oder frag dich gerade mal selber: Lebe ich in Frieden mit mir selbst? Bei mir kommt ein klares Ja heraus. Was kommt bei dir heraus? 87% der Befragten sagen: Nein, ich lebe nicht in Frieden mit mir selbst. Aber ich wüsste gerne, wie ich das mache. Und darum 6 Tipps für dich, die dir vielleicht helfen. Und vielleicht hilft dir nur ein einziger Tipp. Aber genau dafür ist es schon wert, dieses Video hier zu machen. Und zwar der erste Tipp. Und ich habe auch 2 Tipps. Einen Hoffnungstipp und einen Tipp, den du 100% vermeiden solltest. Das heißt, es sind insgesamt 8 Tipps. Beschäftige dich selber mit aufstrebenden Dingen und mach dir mal eine Liste auf ein Blatt Papier. Was ist für mich aufstrebend? Welchen Dingen könnte ich nachgehen? Was sind das für Dinge? Der zweite Punkt. Geh regelmäßig täglich in die frische Luft. Geh raus ins Licht, in die frische Luft, jeden Tag. Du wirst merken, es füllt dich mit Energie. Und weißt du, was das Schöne ist? Draußen in der frischen Luft, draußen in der Natur, da gibt es keinen Mentalkörper. Das heißt, der Baum denkt nicht, das Grashalm denkt nicht. Heißt, du bist sofort in Resonanz mit einem mentalfreien Raum draußen, mit der Natur. Du kommst vom Kopfdenken, vom vielleicht gestressten Kopfdenken raus. Darum, zweiter Tipp, rausgehen in die frische Luft. Der dritte Tipp, folge deiner Freude. Was macht dir Freude? Was macht dir Spaß? Was ist das? Schreib's auf ein Blatt Papier. Was macht mir Freude? Ganz wichtiger Tipp. Wir sind es oft ein bisschen gewohnt, dass wir sehr in die Zukunft denken. Das heißt, wir sind jetzt hier und wir denken sehr, ja, was wird in einem Jahr, was wird in 5 Jahren sein, was wird in 7 Monaten sein und so weiter. Vergiss jetzt gerade mal das, was irgendwann sein wird. Denk mehrheitlich an das, was jetzt ist. Jemand hat einmal gesagt, Glück ist nicht das zu bekommen, was man will, sondern das zu wollen, was wir jetzt haben. Schreib mal auf eine Liste, für was bin ich dankbar? Für was kann ich jetzt dankbar sein? Mein Körper, meine Familie, mein Haus oder meine Wohnung. Ich habe was im Kühlschrank. Ich kann rausgehen, ich kann mich bewegen. Ich kann, ich kann, ich kann. Ich habe, ich habe, ich habe. Schreib das mal auf ein Blatt Papier, da kommt sehr viel daher. Schau dir mal an, was du alles hast. Übe dich in Dankbarkeit. Das war jetzt so ein Zwischentipp. Dankbarkeit, wichtiger Tipp. Konzentriere dich auf das, was jetzt ist. Leg deinen Fokus auf das, was jetzt ist. Das, was du jetzt hast. Denn der Blick in die Zukunft macht uns jetzt unsicher. Fokus nicht nur ins Jetzt, sondern Fokus auf dein Universum, auf dein eigenes Universum. Was macht dich aus? Was fasziniert dich? Bei welchen Dingen wirst du neugierig? Was ist aufstrebend? Wo kommt Energie? Mach genau das. Mach mehr von dem. Dann weitet sich genau das aus. Und es wird größer. Es dehnt sich aus. Darauf, wo dein Fokus geht, das wird größer, das weitet sich aus. Und jetzt 2 wichtige Tipps. Der erste, den du bitte unbedingt vermeiden solltest, oder wenn möglich, wäre gut. Vermeide zu viel Negativität. Negative Nachrichten, negative Menschen. Du kannst sagen, halt, stopp, wir wechseln jetzt das Thema in einem Smalltalk. Kannst du sagen, hey, anderes Thema. Reden wir über etwas, was interessant ist, was aufstrebend ist, was interessant einfach sich anfühlt. Vermeide Negativität, zu viel Medienkonsum zum Beispiel. Denk immer daran, wenn es jetzt schwierig ist,
total anspruchsvoll oder anstrengend ist, denke immer daran. Alles, was kommt, geht auch wieder. Alles in der Natur befindet sich in einem natürlichen Fluss. Alles ist in einem Flow. Es kommt und es geht auch wieder. Wir dürfen jetzt nicht zu ungeduldig sein. Eine Krise fließt durch. Die bleibt nicht immer, so wie alle Krisen vorher. Alles, was kommt, geht auch wieder. Konzentriere dich auf aufstrebende Dinge, auf Dinge, die dir Freude machen. Leg deinen Fokus auf das Hier und Heute. Schau nicht so weit in die Zukunft. Konzentriere dich auf dein Universum. Du wirst sehen, da kommt immer mehr Freude. Und Frieden kommt auch. Innerer Frieden. Der Frieden, der von dir nach außen strahlt. Und andere Menschen sind jetzt ein bisschen angewiesen auf Menschen, die jetzt den Frieden in sich tragen. Schön, dass du da bist. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich schon drauf. Pfiati!